schneidet ja wie verrückt. Da holen wir mal einen anderen. Jetzt sind wir aber durch. Ja. So, jetzt kommt der Teil, der darf nicht schief gehen. So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal mit Metall, weil da ist Alu drin in der Klappe und ich habe gedacht, die ist komplett aus Kunststoff. Ist leider. Wenn man kalte Bohrer gehabt, muss man neu kaufen. Viel besser geht ja auch nicht. So, das Loch ist auf. Scheinbar lag das mehr an unserem Bohrer. Micha hat jetzt nochmal einen Akkubohrer genommen und dann ging's. Ja, und hier kann man mal sehen, gut, die Isolierung vom Malibu ist doch ganz ordentlich. Ich versuche jetzt mal meine Wasserleitung wieder zusammenzukriegen. Also diesen Verbinder habe ich mir hier im Baumarkt geholt, 10 mm. Und das müsste funktionieren. So, fest. Jetzt habe ich hier einfach einen durchgehenden Schlauch ohne Abzweig. Sprich, kein stehendes Wasser in diesem Stück Schlauch, das zur Toilettenspülung geht. Perfekt. So, jetzt setzen wir unseren Schalte für den Sog. So. Das Loch hätten wir. Da steht dabei, man soll ein 19 mm Loch bohren. Ich hatte allerdings nur einen 20er und das geht einwandfrei. Also das Ding sitzt bombenfest, also auch mit einem 20er muss da kein 19er haben. So, ich habe gerade die Platte installiert und dabei musste ich feststellen, dass es ein kleines Problem gibt. Der Tischler hat das genau nach dieser Zeichnung angefertigt. Das Problem ist dabei die Zeichnung, wenn ich das mal so sagen darf, die gibt den Abstand zwischen hier und hier an. Das ist aber, hier steht noch so ein Stück über in den Ecken von den Seiten und dadurch rutscht diese ganze Platte so, was weiß ich, 5 mm weiter nach oben. Und die beiden Löcher musste ich deshalb nacharbeiten, dass ich die Schrauben reinkriege. Ich werde also am Montag hinfahren und werde ihm das sagen, dass er hier oben so 5 mm mehr rausnimmt und dann passt das einwandfrei. Dann ist das überhaupt kein Problem. So, das ist nochmal ein Blick hinter die Kulissen mit dem Schlauch. Ich muss sagen, also ich kann nur empfehlen, in den Baumarkt zu gehen und irgend so einen dünnen, billigen Schlauch zu holen, weil der ist doch sehr, sehr unflexibel hier. Und ich habe ihn jetzt drinnen. Ich habe den insgesamt um 80 cm gekürzt, weil er sonst überhaupt keinen Platz hier drinnen findet. Und musste dann halt beim Gehäuse am Filter oder am Lüfter den Schlauch habe ich dann nicht fixiert, damit die Klappe, die kriege ich jetzt nur so ein Stück auf. Wenn ich sie wirklich mal irgendwann wieder ganz aufmachen müsste, dann ziehe ich den Schlauch einfach ab und gut ist. Der muss ja nichts abdichten, der zieht ja nur Luft. Das ist also kein Problem. Aber das ist bis jetzt die einzige Lösung hier, die mir mit dem Schlauch eingefallen ist und die funktioniert auch. So, also jetzt habe ich das mal provisorisch hier reingebaut. Es passt an sich im Großen und Ganzen. Das Einzige ist, von der Kurbel muss ich ein Stück wegnehmen, weil die schlägt hier an. Und hier säge ich einen Zentimeter. Wo schlägt die an? Hier an der
Schaden. An der Tür und auch am Rahmen. Du kriegst sie rein. Es geht, aber dann musst du jedes Mal das anheben. Nach oben. Dann, das ist kein Zustand, das kratzt da entlang. Nee, das geht nicht. Das Ding kommt ab, da wird ein Stück abgesägt hier. Das wird ein Zentimeter abgesägt und dann passt das Ding einwandfrei da rein. Und wenn die Kurbel jetzt auf der anderen Seite wäre, dann wäre die... Da wird es gar nicht gehen. Da wäre die hier hinten, ja, dann musst du das Ding jedes Mal wegsprengen zum Kurbeln. Das würde, so, hier, ja. Das würde hier zwar jetzt passen vom Ding her, aber du musst die jedes Mal wegschwenken, damit du drankommst, ja, zum Kurbeln. Ja, 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 ja. Und so, nee, kannst du die, kann das ein bisschen kürzer machen. So kannst du die in eine Position lassen. Und gut ist. Na dann los. So, also ich habe jetzt von der Kurbel den Griff hier ein bisschen gekürzt. Habe auch hier oben den Anschluss kürzer gemacht. Das passt jetzt auch, aber Millimeterarbeit, das muss man sagen. Und die Kurbel, das passt auch nur dann, wenn die senkrecht steht. Dann geht die hier vorbei. Wenn die waagrecht steht, eckt sie immer noch an. Aber gut, da passt man halt auf, dann ist das okay. Wie immer. Ja, und dann klappt man das Ding hier ein. Ist allerdings stramm, das muss ich sagen. Dadurch, dass dieser Schlauch ist sehr unflexibel. Der ist sehr fest. Also es geht. Vielleicht mache ich noch mal so einen Billigschlauch vom Baumarkt rein, so einen ganz dünnen oder was. Aber im Moment funktioniert so, wie es ist. Kann man auch wieder lose machen. Die Duschtür geht zu. Das habe ich probiert. Duschen können wir auch. Jetzt sollte dem Ganzen nichts mehr im Wege stehen. Morgen mache ich noch die Elektrik, den Schalter anschließen. Das war's. Herzlich willkommen, liebe Videofreunde, zur Klappe, die dritte. Wir haben Probleme mit unserem Autofokus, mit unserer neuen Kamera. Irgendwie haben wir noch nicht die richtige Einstellung gefunden, dass das funktioniert. So, also nochmal das Ganze. So, die TTT ist eingebaut. Et voilà. Applaus, Applaus, Applaus. Es war doch ganz schön Arbeit gewesen. Wir haben unter sehr schlechten Wetterbedingungen das Teil eingebaut, beziehungsweise Michael. Und dann hat auch noch zwei, drei Sachen haben gefehlt und wir mussten zwischenzeitlich dann mal ins Bauhaus fahren. Und dadurch hat das etwas länger gedauert. Wir haben 3 Tage gebraucht, also nicht ganze Tage, aber ein paar Stunden davon, ne? Und ja, es gibt so ein paar ganz kleine Kritikpunkte, die ich habe. Und die zeige ich euch mal jetzt. Ja, ich will euch jetzt nur mal kurz die paar Kritikpunkte zeigen, die ich habe. Es sind nur Kleinigkeiten, ist nichts Schlimmes. Zum einen ist es so, dass wenn die Toilette festgestellt ist, hat sie etwas Spielraum. Also sie wackelt ein bisschen. Und dann ist es so, wenn du den Toilettendeckel aufmachst, ist es halt durch diese Armatur von der Tedford Toilette, kommt der Deckel nicht richtig bis hinten ran. Also der klappt dann auch immer mal runter. Und da haben wir jetzt uns überlegt, Michael ist jetzt, hat jetzt bestellt Magnete. Da müssen wir halt nur mal gucken, wo wir den festmachen, weil hier ist natürlich mehr Zwischenraum und hier geht die Toilette ja bis ran. Also werden wir den wahrscheinlich etwas seitlich hin machen, so dass die Toiletten, dass der Toilettendeckel oben bleibt. Weil sonst fällt er einem immer an den Rücken. Ja, und dann gibt es noch einen kleinen Kritikpunkt. Und zwar ist das der Schieberegler. Der geht halt nicht ganz auf. Also das ist natürlich vorauszusehen, dass man den beschmutzt und den halt wahrscheinlich öfters oder immer sauber machen muss. Aber das sind halt Kleinigkeiten. So, ansonsten funktioniert alles wunderbar. Michael hat die Kurbel ein bisschen gekürzt. Sonst wäre sie hinten da angestoßen. Das klappt jetzt aber einwandfrei. Also wir können sie gut nach hinten. Wunderbar. Mittelposition. Geht um oder nicht? Ja, wunderbar. Und
So, einwandfrei. So, hier ist der Urintank. Mal gucken, ob ich den leeren kann. Ist ja auch so voll, das Ding. Schraubt man ja den Schräubchen nur einfach hier auf. Noch ein bisschen Schrauben, oder was? Nee. Doch, hier habe ich festgeschraubt, anstatt locker. So. Und dann hat man das Teil in der Hand. So, nun kann man schön spazieren gehen damit. Also, ich bin mal gespannt. Sehr groß ist er ja nicht, gell? Obwohl, das sind ja schon die großen. Das ist schon der große Urintank mit 7 Liter. Aber, naja, schauen wir mal, wie lange es hält. So, also im Großen und Ganzen funktioniert alles gut. Habt ihr ja gesehen. Pipi-Tank habe ich abgekriegt. Mit der Klappe haben wir eine Lösung gefunden. Mit der Klappe von der Toilette. Hat mich hier eben Magnet angebaut. Das funktioniert super. Zeige ich euch auch mal. So, ich wollte euch mal jetzt die Lösung zeigen mit dem Deckel, der ja hinten nicht gehalten hat. Also wir haben jetzt hier so ein Magnet drauf gemacht und jetzt klappt das da hinten dran. Wunderbar. Also ist auch richtig fest. Also so, und jetzt kann man das gut lösen und da fällt der Deckel nicht mehr runter. Ja, also das funktioniert jetzt einwandfrei. Und ja, wir wollen jetzt noch mal so ein bisschen so auf ein paar Kleinigkeiten eingehen, euch noch mal die Sachen sagen, die uns so aufgefallen sind, worauf man achten sollte im Vorfeld. Denn wenn wir alles vorher gewusst hätten oder du alles vorher gewusst hättest, dann hätten wir uns sehr viel Zeit sparen können. Und von daher geben wir mal unsere Tipps gerne weiter, ne? Ja. Wir fangen mal an. Ja, also zum einen, will ich noch mal sagen, die Toilette hat ja, ihr habt gerade gesehen, das hat gewackelt. Das ganze System ist nicht so ganz fest, ist uns aufgefallen. Und das hat aber folgenden Grund. Der Grund ist der, dass diese Schwenkplatte, die also eingebaut ist, an der man nichts ändert, hat ja 3 Bohrungen, wo du die Verriegelung einhängen kannst. Ausgefahren, Mittelstellung und eingefahren. Und aus irgendeinem Grund ist die Bohrung, wenn du die ausgefahren hast, größer als die anderen beiden. Und da hast du ein Spiel drin. Und da kannst du auch nichts machen. Das ist uns auf der alten Toilette nicht aufgefallen, weil das hat noch, glaube ich, ein bisschen tiefer gesessen und das ganze Ding war etwas breiter oder so. Und jetzt, dadurch, dass die so hoch und schmal ist, haben wir das halt gemerkt. Ja. Also man sitzt jetzt auch ein Stück höher, allein schon durch die Armatur unten halt, ne? Ja. Was ich aber als angenehm empfinde. Ich finde das nicht schlecht, etwas höher zu sitzen. Ja, das war also der Grund gewesen wegen dem Wackeln. Also wir haben da nichts verkehrt gemacht, sondern das lag schon im Vorfeld daran. Ja, ist halt so. Was gibt es noch zu sagen? Auf jeden Fall solltet ihr einen Metalllochsäge kaufen. Mhm. Ja, weil das ist scheinbar doch dünnes Alu und ich bin da mit meiner normalen bin ich da nicht reingekommen und habe dann eine Metalllochsäge geholt und dann ging's. Ich habe ein 95er Loch gebohrt dann. Ich wollte einen 90er machen, aber wie gesagt, dadurch, dass ich mit der anderen angefangen hatte und dann nur einen 95er gekriegt habe, habe ich 95 gebohrt. Dabei ist meine Bohrmaschine, das war ein Teil von dem Problem, meine normale Bohrmaschine ist ausgerechnet just da kaputt gegangen, aber mit der Akku ging es dann. Und wenn ihr irgendwo zwischen 90 und 95 da ein Loch bohrt, dann passt der Lüfter da wunderbar rein. Dann könnt ihr den im Schaumstoff ein bisschen drücken, dass der da drin hält, einwandfrei. Ja, du hättest gerne 90er gehabt, dann wäre es noch ein bisschen fester gewesen. Aber ist egal, das Ding geht trotzdem. Alles gut. Ja, also das dazu.
Da haben wir ganz schön dran geackert, ne, an dem Loch, beziehungsweise ja. Du. Da hatte ich ja echt immer Angst gehabt, weil wenn die Klappe einmal aufgesägt ist, ist aufgesägt. Kann man nichts mehr machen. Aber es hat dann alles geklappt. Dann gibt es noch mal was zum Thema Schlauch zu sagen, wo er euch Arbeitsspann fällt. Abluftschlauch, ja. Also der hat mich sehr viel Zeit gekostet, muss ich sagen. Bestimmt von der ganzen Aktion sind wir da 2 Stunden dabei draufgegangen, weil ich immer wieder versucht habe, und wir reden jetzt hier von dem Originalschlauch, der mit der Toilette kommt, der ist recht unflexibel. Und ich habe ihn dann versucht, da hinten zu legen, dass er sich nicht einklemmt beim Vor- und Zurück. Und dann habe ich versucht, den Tipp, ja, mit einer Kabelbinde das Ding oben festzumachen. Das geht aber auch nicht, weil das Ding ist so unflexibel. Der bewegt sich nicht genug. Das geht, der muss frei schwingend sein, wenn man so will. Im Endeffekt das Einfachste und das Beste, um es ganz schnell zu machen. Du nimmst den Originalschlauch, sägst davon 90 cm ab, die ganze Wuppern, machst ihn dann da dran, an deine Klappe dran, und dann kann der sich da hinten frei bewegen, aber er eckt auch nirgendwo mehr an. Und das Einzige ist, du kriegst dann diese Zugangsklappe draußen, die kriegst du nicht mehr ganz auf, die geht nur noch so ein Stück auf. Aber Nummer eins, werden wir die nur noch sehr, sehr selten aufmachen, weil wir müssen ja keine Toilette mehr entleeren auf dem Wege. Und Nummer zwei, selbst wenn es mal so sein sollte, kann ich den Schlauch einfach abziehen aus dem Gehäuse von dem Lüfter, weil da habe ich nur diesen Verbinder dran, den habe ich nicht festgemacht, brauche ich nicht, den steckst du rein, ist gut genug. Ziehst den Schlauch ab, kannst die Klappe aufmachen. Also wenn ihr euch viel Arbeit sparen wollt, sägt euch den Schlauch 90 cm ab. Ich weiß jetzt nicht, wie lang die Restlänge ist. Ich habe nur gemessen, wie viel ich abgesägt habe. Und dann geht er. Ja, das wäre vielleicht besser gewesen, wenn man die Länge gewusst hätte. Ist aber egal. Schlauch so ist minus 90 ist gut. Genau. Ja, also Iris und Uwe hatten ja dann auch darauf hingewiesen, dass der Schlauch sehr unflexibel ist. Ja. Und die hatten sich ja auch einen anderen geholt. Und wir haben gedacht, erst wirkte er auch gar nicht so unflexibel, ja. Aber in dem kleinen Raum dort drin ist es dann halt eben doch ein ziemlich sperriges Teil. Und ja, dann haben wir halt... Wenn ihr euch einen anderen Schlauch holen wollt, einen ganz billigen vom Baumarkt, also einen, der wirklich ganz dünne ist, weil da muss ja nichts durch. Flüssiges oder irgendwas ja. durch. Und aber so, dass der wirklich in alle Richtungen sich bewegen lassen ja. kann. Wenn ihr den nehmt, wie gesagt, absägen, 90 cm, dann geht's auch. So, das zum Thema Schlauch. Michael hat innen drin alles isoliert. Das hat auch was gebracht. Das ist jetzt immer noch warm, aber eben angenehm warm. Nicht ja. mehr so, und dass es so durchballert, weil wir mussten wirklich nachts die Tür teilweise haben wir aufgelassen, ja. Dass wir einen Schuh dazwischen gestellt haben oder so, dass die Luft ein bisschen entweichen konnte, weil es war unangenehm warm gewesen. Das hat also was gut gebracht und ja. du hast gebraucht 15 Meter. Von dem Thermoflex. Genau, was wir gezeigt das? Hatten ja. im Video. Und also das wären dann praktisch 2 Packungen à 10 Meter. Ja. Das braucht man schon. Und Michael hat gesagt, die Toilette muss raus. Ja, also wer das machen will, der muss, auch wenn er die Toilette nicht umwechseln will in Trockentrennen oder so, aber die Originaltoilette muss auch raus. Und zwar komplett aus dem Auto, damit du da Platz hast, damit du da unten reinkommst. Weil du musst mit 2 Händen da arbeiten können. Und solange wie die Toilette da drin ist und sei sie nur hingestellt irgendwo im Räumchen da, kommst du da unten nicht rein. Kannst du vergessen. Ja. Und das ist natürlich eine Schweinearbeit, die Toilette ausbauen und nur dafür, um die Rohre zu isolieren. Das ist natürlich ja. eine Aufgabe. Ja. Aber wir sind froh, dass wir es jetzt gemacht ja, haben. Ja, halt in einem Aufwasch. Wir haben es genau ja. verbunden. Die Elektrik, hat Michael auch gesagt, wäre einfach ja, eigentlich. Ne? Das ist dadurch, dass... Hat gut geklappt alles. Ja, ich habe ja gezeigt, ich habe die Kabel da durchgeschnitten, die habe ich dann abisoliert und die sind jetzt verstaut. Neben an der Wand da stören die nichts und niemanden. Und den Stecker, den ich euch gezeigt habe, den habe ich benutzt dann für meine 12 Volt. Geht wunderbar. Ja, und der Schalter für die Abluft von der Toilette ist mit Licht und das ist wohl auch gut, weil man hört die Lüftung, die ist so leise, die hört man halt nee. Eben nicht. Und von daher weißt du genau, aha, ist an ja. und ist aus halt. Ne? Ja. Naja, man kann auch drauf gucken, aber vielleicht nutzt sich das mal ab oder so, keine Ahnung. Also wir haben ein Lichtchen dran und das ja. ist ganz gut. So. Mit der Grundplatte gab es noch ein bisschen Probleme? Ja. Die Grundplatte selbst, wir haben die ja anfertigen lassen, wie gesagt, beim Tischler. Und
da habe ich dann beim Einbau habe ich Probleme gekriegt, als ich die Schrauben festmachen wollte unten auf diese Drehschäme. Die hinteren beiden gingen und die vorderen beiden musste ich das eine Loch etwas aufbohren und dann war aber die letzte, da musste ich dann wirklich ein Stück rausfallen von der Bohrung, weil das hat nicht hingehauen. Kann der Schreiner oder der Tischler aber nichts dafür, alldieweil, wenn ihr euch das mal anguckt, dieses Drehgestell, da ist ja dann so ein Rahmen drauf geschweißt, auf dem die Originaltoilette sitzt. Und der, wer immer das Ding da drauf schweißt, kommt darauf an, ob er einen guten oder schlechten Tag gehabt hat. Und bei uns hat er wohl einen schlechten Tag gehabt. Das ganze Ding ist nicht passend gemacht. Und dadurch hat unser Adapter jetzt so nicht gepasst. Und ich hatte mich schon gewundert, als ich die Toilette ausgebaut habe. Da habe ich erst gedacht, ich hätte irgendwas vergessen, weil die ging partout nicht raus. Alle Schrauben waren raus, 4 Stück, mehr sind es nicht. Der Schlauch war ab und die Leitungen waren ab und das Ding ging nicht raus. Und erst mit doch einiger Kraft, Gewaltanwendung, ganz auf einmal mal bang, und dann hatte ich das Ding in der Hand. Und der Grund ist, die ist also auch mit Gewalt auf das Teil gesetzt worden. Das Problem ist, es ist halt nicht genau gefertigt. Und wie gesagt, wenn ihr Glück habt, passt bei euch ganz genau. Wenn ihr Pech habt, müsst ihr die Platte ein bisschen nacharbeiten. Und das ist halt bei dem Holz relativ einfach dann zu machen. Ja, ist alles auch nicht so das Problem. Nee. Die Außenabdeckung müsst ihr noch dazu kaufen? Ja, die kommt nicht mit dem Sog hier von der Toilette, den müsst ihr dazu kaufen. Da ist auch ein Filter drin, ne? Ja, musst du auch also extra kaufen. Und das ganze Ding kostet, also ich habe bezahlt ein paar 40 Euro dafür. Und musste sie allerdings in diese Grundplatte, die du anschraubst, die musste ich noch ein Stück aussägen, weil die Öffnung war zu klein für den großen Lüfter. Da musste ich noch ein Stück aussägen, aber nun ist gut. Und der Lack, um das Ding zu lackieren, der Lack ist auch schon da. Sobald das wärmer wird, wird das Ding überlackiert. Weiß bleibt das auf unserem Alu-Silber-Ding hier nicht, also mit Sicherheit nicht. Tja. Hat mich eh gleich bestellt, weil das sieht schrecklich aus. Ja. Aber das wird auch wieder schön gemacht. Das wird schön. Dass alles passend ist. Ja. Fällt mir noch was ein? Nö. Also wenn ihr einfach Fragen habt, dann schreibt ihr uns einfach und Michael beantwortet euch alles, was ihr wissen möchtet. Mhm. Uns fällt jetzt im Moment nichts mehr ein. Wir haben ja auch alles gefilmt und es ist ja eigentlich ausführlich alles gezeigt und ist auch gut. Und wenn irgendwas ist, dann fragt ihr einfach. Wir kommen jetzt nochmal zum Preis. Mhm. Also wir haben jetzt für die für diesen Adapter unten, also für diese Platte, haben wir bezahlt beim Tischler 190 Euro. Ja. Das ist ein bestimmtes Material, hat Michael aber alles im Video ja auch erklärt. Mhm. Und die Toilette hat gekostet 11,50 und dann noch das ganze Zubehör, also den Filter dazu und die Abdeckung und so diverse kleine. Also ihr müsst, also man muss rechnen mit 1450 Euro muss man rechnen. Das ist ein sehr stolzer Preis für eine Toilette. Also ich finde es sehr teuer. Also uns hat es auch, wir haben auch lange überlegt, weil es ist schon echt ein Happenpappen. Ja. Aber uns war es das wert. Wir waren es irgendwie dann doch leid, permanent diese Toilette immer entleeren zu müssen. Zu zweit ist das halt eben doch relativ dann schnell voll, weil man ja auch immer noch Wasser reinspült und so. Und wir haben das halt also dieses Jahr so deutlich gemerkt, wo wir viel in der Schweiz waren und eben auch so gestanden haben, freigestanden haben. Und dann fällt einem das natürlich besonders auf, weil man nicht immer die Möglichkeiten hat, dort eine Toilette zu entleeren. Und das war dann für uns der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, das wäre toll, wenn wir sowas hätten, weil es einfach eine absolute, also für uns ein Stück Freiheit ist und eine Erleichterung ist. Ja. Und gerade jetzt, wenn die größere Tour in den Norden kommt, und dann ist das eine feine Sache, wenn man nicht permanent irgendwo alle 2 Tage irgendwo und eine Stelle suchen müssen, wo wir die Toilette entleeren können. Das haben wir da oben nämlich auch schon gemacht, bei einigen Touren, wo wir oben waren. Es war auch nicht immer so einfach gewesen, dann auf der Strecke was zu finden. Ja. Ne? Weil es ist ja nicht überall, dass da mal eine Tankstelle kommt, sondern man fährt ja auch mal eine ganze Strecke.
Also von daher war das, glaube ich, für uns also eine gute Entscheidung und richtig. Und ich bin jetzt mal gespannt. Ich teste sie jetzt aus. Ich fahre nämlich jetzt in 2 Tagen spätestens los und mache mal eine Woche alleine. Habe ich auch ein bisschen Respekt vor, weil jetzt bin ich ja immer nur zu Michael hingefahren auf die Arbeit und habe ihn besucht oder bin dann wieder nach Hause gefahren alleine. Aber so ganz alleine irgendwo war ich ja noch nicht. Und das ist jetzt auch noch mal wieder eine kleine Herausforderung. Aber die gehören ja dazu im Leben und ich will es halt einfach mal probieren. Und dann kann ich gleich die Toilette jetzt austesten und ich möchte auch ehrlich gesagt gerne mal raus und mal nicht zu Hause sein. Weil sonst kriegt man irgendwo einen Corona-Koller langsam. Also wir sind ja auch nicht viel unterwegs und haben auch nicht so viel Kontakte im Moment. Und von daher ist es auch mal schön, wenn man irgendwo mal was anderes sieht. Michael hat seine Arbeit, ne? Der fährt morgen nach Amsterdam. Ja. Und ich möchte auch mal irgendwie raus. Ja, dann kommen wir noch zu einer anderen Sache und zwar geht es um die Zeichnung von dieser Platte, von der Grundplatte hier, von der schwenkbaren Grundplatte. Und wir haben mit den beiden, die uns die Zeichnung ja gegeben haben, wir haben ja einen Obolus dafür bezahlt, eine Dieselkasse, so halten die das im Moment. Und das hatten wir euch ja erzählt und wir haben uns mit denen in Verbindung gesetzt und haben sie gefragt, wie wir das lösen können, weil natürlich geht es nicht, dass jemand beim Tischler anruft und sagt, hier, ich möchte gerne so eine Platte haben und der Tischler liefert das Ding aus und das wird kommerziell genutzt, ohne dass die beiden damit involviert sind. Ne? Ja. Und wir haben uns jetzt so geeinigt, also wir dürfen den Link unten drunter schreiben zu den beiden. Ihr meldet euch dann bei den beiden und ja, gegen eine Einzahlung in die Dieselkasse bekommt ihr dann... Ja, ist jedem freigestellt, was er geben möchte, was ihm das wert ist. Ja, und gegen diese Zahlung in die Dieselkasse bekommt ihr dann die PDF-Datei. Ja. Und das ist einfach nur fair. Das ist sehr, sehr fair, weil ohne diese Zeichnung keine Platte, ohne Platte keine Trockentrenntoilette in diesem Auto. Und ich denke, unter Campern, also das sollte einem das schon wert sein, dass man da eine Anerkennung rübergibt und einem das so erleichtert, dass das Ding überhaupt eingebaut werden kann. Ja, und so haben wir das jetzt gemacht und dann könnt ihr... Das kann ja dann auch jeder selbst sich so ein Ding anfertigen, man muss ja das nicht bei unserem Tischler machen, das war nur ein Vorschlag. Wenn jemand sagt, okay, ich habe jetzt auch nicht das Werkzeug, so wie es bei mir war und ich kenne jetzt hier auch keinen Tischler, der mir das macht oder der vielleicht sogar noch mehr Geld dafür haben will, vielleicht habt ihr auch einen Kumpel, der euch das macht, ist ja scheißegal. Aber erster Schritt, melden beim Daniel hier, hallo. Genau. Und danach geht's weiter. Genau. Und wenn ihr Interesse habt, dass beim Tischler, der hat das natürlich jetzt eine Schablone fertig, das dort herstellen zu lassen, dann könnt ihr uns, nachdem ihr dann bei den beiden die Zeichnung bestellt habt, bei uns melden. Und dann geben wir euch gerne die Adresse von dem Tischler weiter und vermitteln das. Ne? Ja. So machen wir das. Ich denke, da sind wir dann, sind alle irgendwo damit dann zufrieden. Soll ja fair sein. Noch eine kleine Anmerkung. Wir haben gesehen, Gott sei Dank, heute getestet, dass unsere Schneeketten nicht passen. Wir haben nagelneue Schneeketten, noch nie benutzt, noch nie im Einsatz gewesen. Die hatten wir bei Peppino und wir haben gedacht, wir können die wieder benutzen. Piccolino. Siehst du, ich bin jetzt doch bei Peppino langsam. Eben ist er langsam angekommen. das ist doch schön. Also in Piccolino hatten wir die und haben die nie benutzt. Wir würden die für die Hälfte vom Preis abgeben. Das 150 Euro haben sie gekostet. Ne? Ja. 75. Ja. Und könnt ihr gerne bei uns haben, wenn ihr wollt. Wie gesagt, noch nicht benutzt. Und ich habe das fotografiert und da steht auch drauf, für welche Reifengrößen die geeignet sind. Wir müssen uns leider neue kaufen. Mhm. Aber bevor wir es bei eBay reinsetzen, haben wir gesagt, vielleicht weiß es einer. Vielleicht kann es jemand gebrauchen. Ja. Ja. Dann ist gut. Und wenn nicht, gehen sie bei eBay rein. Ja, so genau. Na? Also das noch dazu. Und dann war noch irgendwas... Ach so, ja, also eine Frage haben wir noch. Wir sind dabei, uns eine Teleskopleiter zu bestellen. Wir haben jetzt eine bestellt, die geben wir wieder zurück, weil die einfach zu groß ist und zu schwer und zu dick. Klobig, das Teil, weil da ist die Garage ja wieder die eine Seite bald voll.
Wir haben aber auch ehrlich gesagt noch nicht so wirklich eine richtig gute Alternative gefunden, weil so viel Platz in der Garage haben wir ja halt nicht. Falls einer von euch irgendwo eine super tolle, leichte, schmale Teleskopschiene weiß, die wie viel Kilo halten? Na, wenn ich mal draufsteigen möchte, dann sollten es dann schon doch da. Ich will's nicht, ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Also sie sollten ein bisschen was aushalten. Bei mir reichen 78 Kilo. Ah, ja, ich bin ein bisschen drüber. Ja, also so ungefähr. Wenn ihr da eine Idee habt, was wisst, die nicht so ganz so klobig ist, dann wäre das gut. Ja. Das würden wir uns freuen, wenn wir da einen Tipp kriegen. Also die anderen, die wir jetzt gesehen haben, sind alle ein bisschen, ne? Ja, die sind alle ein Standard. Ich meine, selbst die andere jetzt, da ist gerade mal ein Kilo leichter als die, die wir jetzt hier bestellt haben. Also so riesen Unterschied haben die alle nicht. Ach, die ist auch, erstens mal finde ich, die ist 8 Kilo wiegt die. Und die ist auch schwer und dick. Die ist dick. Also das nimmt so viel Platz weg da in der Garage. Oh. Aber wir brauchen halt eine Leiter, wenn wir nach Norwegen fahren, weil wir müssen aufs Dach und müssen den Schnee abräumen. Irgendwie müssen wir hochkommen. Und von daher brauchen wir brauchen eine Leiter. Also, das zu diesem Thema nochmal. Das war's. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß, wenn ihr auch eine Toilette einbauen wollt. Ja, ist nicht schlimm. Nö, aber naja, gut. Also ich fand das schon ganz schöne Arbeit. Also ich hab da gestaunt, wie du das alles so gemacht hast. Das wäre jetzt so gar nichts für mich, weil ich da, für sowas hätte ich jetzt nicht die Geduld. Ich mache dann lieber andere Sachen. Aber gut, ist ja auch nicht meine Aufgabe. Das Einzige, was mich wirklich aufgeregt hat, war dieser Schlauch. Der hat mich zur Verzweiflung gebracht. Aber alles andere war, das ist alles okay. Nee, hätte ja auch einen leichteren holen können. Aber weißt ja nicht. Du hast gesagt, ja, das kriege ich schon hin. Ja. 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 Also, wie gesagt, wir wünschen euch dann auch viel Spaß bei der Einbau von so einer Toilette. Und ich werde nächste Woche berichten, ob dann wirklich alles so toll ist mit der TTT und alles so ist, wie man uns das so immer versprochen hat. Es sind ja alle eigentlich zufrieden. Wir kennen endlich gar keinen, der nicht zufrieden ist. Und naja, für 1150 Euro wird keiner sagen, er ist unzufrieden. Naja, doch, sind schon eigentlich, also egal mit wem wir jetzt gesprochen haben, waren eigentlich alle zufrieden. Und jetzt werden wir mal gucken, wie das bei uns so ist. Problem ist ja hier, dass du kriegst ja quasi nur diese eine Toilette, die du da reinbauen kannst. Ich hätte gerne auch noch eine andere gehabt, die ich gesehen habe, die also vom Design her auch schöner gewesen wäre. Aber es geht bei uns leider nicht, weil es muss schwenkbar sein. Ist halt so. Ja. So, also, das war's zu dem Einbau und wir sehen uns die nächsten Tage bald wieder. Also. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Oder ihr dürft auch gerne mal abonnieren. Oder auch abonnieren. Da freuen wir uns noch mehr. Bitte. Vielen Dank immer, dass ihr dabei seid, für euer Interesse. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.